Was geht ab, Freunde? Und willkommen zurück zu Ebolette. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe gerade das Spiel gestartet, bin so kurz ein bisschen gelaufen. Dann dachte ich mir so, ach so, ja, stimmt, ich muss ja noch Fraps anmachen. Klick kurz raus, klick auf Fraps, klick auf OK und auf einmal BAM! Ich hoffe, das ist jetzt wieder weg. Scheiße, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Es leckt auch übertrieben doll, wenn ich klicke. Ich gehe mal kurz in den nächsten Bildschirm. Wupp! ich speichere nochmal kurz und wir starten jetzt nochmal neu. Fortfahren. Okay, jetzt geht wieder nochmal. What the fuck? Was war das denn? Super strange. Man sagt, dass selbst der heilige Hain im Süden verderbt ist. Ach ja. Stimmt ja, wir wollen ja da noch hin. Wir werden heute mal die nächste Stufe vom Doppelzwilling spielen. Ich habe noch nicht gefarmt, natürlich. So, wir triggern ihn mal. Dann können wir ganz easy einnehmen. Ja. Das dachte ich mir. Nein. Hä, von links Sternchen? Ist auch sehr interessant. So, zack. Die kann uns nicht snacken. So. Kein gutes Blatt. So, dann nehmen wir noch... Na, ihn hier würde ich schon fast nicht nehmen. Er ist ein harter Dude. Ja, wir können ihn mal so spielen. So. Damit haben wir den auch noch. Den snackt er uns jetzt gleich weg. Oder er versucht es zumindest. Ja. Und dann kriegen wir jetzt noch einen Double. Perfecto! You win. Okay, nächstes Mal gewinne ich. Das glaube ich nicht. So, du Gute hast ja nichts für uns zurzeit. Nee, wir können uns nichts leisten. Ah, ich weiß, was das schnelle DVD-Spieler-Upgrade macht. Warte mal. Warte, warte, nochmal was? Die Ruinen von Sarutnak im Nordosten bergen zahlreiche Schätze und ebenso viele Gefahren. Ihr scheint nett zu sein, also gebe ich euch einen Rabatt auf sämtliche Knochenflickerei. Wenn ihr dorthin aufbrecht, jetzt möchte ich mich heilen. Und Spielstand speichern. Okay, also da müssen wir sogar als nächstes hin. Das ist gut, dann gehen wir da nämlich nicht lang. Ich habe nämlich für heute was geplant und zwar machen wir ein bisschen Backtracken und ich versuche mal in das erste Gebiet zurückzugelangen, denn dort, nach der Kristallhöhle, wenn ihr euch entsinnt, haben wir in dem Gebiet noch einiges übrig gelassen, was Bombereien und so angeht. Da wir jetzt Bomben haben, möchte ich mir gerne die Secrets auch noch holen, aber leider werden wir unterwegs sehr, sehr viel angegriffen. Bam! 29 ist kein One-Hit. Das ist so krank. Weg. Und die schlitzen wir auch auf und... Pilzragu! Yeah! So, erreicht Stufe 7. Wert für Leben wurde erhöht. Wert für Leben wurde erhöht. Ah, schade. So, maximales Level müssen wir nämlich auch noch erreichen. Oh nein, Turtle. So, Arduin. So, Schlitz. Heilen. Swing. Und Schlitz. Nummer 1 ist weg. So, daneben Magie heilen. Swing. So, angreifen und weg.
So. Nein, nicht angreifen, sondern X-Kristall machen. Er ist recht anfällig gegen Magie. Turtle. So, Schlitzen. Und er ist weg. Perfekt. So, das mit dem Kämpfen geht auch recht schnell. Okay. Und wir kriegen gut Glees. Zack. Und Schlitz. Daneben. Oh, schade. Magie und Heilen. The Swing. Und Schlitz. Bam. So. Ich weiß auch gar nicht mehr, müssen wir durch die Höhle durch? Ich glaube schon. Und fahrt's weg. So, wenigstens der One-Hit ist schon mal weg. The Swing. Oh, sie heilt sehr viel. 21 aktuell. Oh, 35, das war critical. Ja, machen wir den mal weg. Zack. Die sind zum Glück sehr magieanfällig und sie ist ziemlich stark, was Magie betrifft. So. Mir fällt auch gerade auf, wir sind in den Noria. Ich hab's nicht wirklich getan, oder? Ich bin so ein Vollidiot. Komm schon. Dash. Nein, nicht Feuerball. Dash. Danke. So, mit dem Cloud-Schwert machen wir sogar ein halbes Herzschaden. Au. Schlitz. Dash. Nein, nicht spawnen. Dash. Au. Schlitz. Dash, 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 dash. Nicht Feuerball. Dash. Dash. Und weg. So. Komm schon, Dash noch mehr? Nein, nicht Feuerball, habe ich gesagt. Dash. Ah. Oh, nicht da oben. So, hier Dash. Au, egal. Au. Aua. Aua. Nein, 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 nicht, 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 nicht. Nicht so. Was? Ah, den ganzen Weg nochmal laufen. Ah nein, wir sind in der Norimi. Oh, ist das perfekt. Oh, das ist super. Okay. Oh. Diesmal lade ich da nicht auf diesen scheiß Druckschalter. Wieso bin ich auch so blöd und gehe da rauf? Ich dachte, es passiert was Tolles, man kann nicht dämlich. Das müssen wir nochmal üben. So, wir haben Bomben. Das ist so unglaublich toll. Jetzt können wir die ganzen Secrets hier rausholen. Zack. Ein Stern. So. Ich versuche natürlich, wie gesagt, alle Secrets zu holen, aber seid mir nicht böse, wenn es am Ende des Spiels dann doch ein oder zwei Secrets nicht geschafft haben. Ich gebe mein Bestes. So, wir gehen hier leicht nach rechts und versuchen, den Fallenraum zu umgehen. Ist er auch wieder mit dem Druckschalter? Ich hoffe. So, jetzt müssen wir hier lang. Das wird etwas schwieriger. Weil reversed ist das Ganze ein wenig schwerer anscheinend. Ja gut, das hier nicht. Das ist easy going. Ja. Yeah. Es ist wunderschön, 60 Frames pro Sekunde auf... Nein, ich vergesse es. Nice! Oh, wir sind am Anfang gespawnt. Das ist perfekt. Komm schon. So, hier war noch ein Secret. Perfekt. Zack. Her damit. Nice. So. Für den Fall, dass der Part auch vorher endet, was er eigentlich wird, weil wir haben jetzt nur noch 3 Minuten ungefähr. So strebe ich mal so an. Schlitz. Geht's nirgendwo oben lang? Nein. Geht's hier nach links irgendwo? Nein. Na, ich hasse euch. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich wollte eigentlich mal wissen, ob ich die mit Pfeilen auch abschießen kann. Nein, kann ich nicht. Die sind nur schwertsensibel. Die guten. Die Arschlöcher. Die Arschlöcher vom Dienst. Meine Güte, was ist denn los? Weg mit euch. Weg mit euch. Ihr garstigen kleinen Biester. Komm her. So. So, ein Glück müssen wir das nicht machen. Hier unten war auch kein Secret. Hier oben war auch kein Secret. Nein. So,
die Windfallen können wir auch umgehen. Wir gehen jetzt den gesamten Tempel einfach mal reversed. 3, okay. 1, 2, 3. Und schauen, ob wir noch was vergessen haben. Ob noch irgendwo eine Wand ist, die wir nicht durchdrungen sind. Ob noch irgendwo eine Wand ist, die wir nicht gesprengt haben. Hier ist übrigens zu. Wieso ist hier zu? Au. Komm schon. Komm schon. Ja, fahr runter. Perfekt. Na, das Herz wieder. So, der Tür ist ja nicht auf. Nein, die Tür ist zu. Da ist ein Druckschalter. Kommen wir da hier durch oder auf der anderen Seite lang? Von der anderen Seite anscheinend. Da oben. So, hier geht's ja hier irgendwo rechts rein. Ah, perfekt. Damit geht die Tür dort weg. So, aber hier nach oben geht es nicht. Nein, wir müssen wirklich das hier durchlaufen. Das ist sehr gut, okay. Da haben wir das nächste Secret gefunden. Das ist perfekt. Okay. So. Ja, den müssen wir nur aus dem Weg schieben. Mit dem schönen 2D-Feuereffekt. Eine Karte. Atween! Den fetten Turtle Master. Nice. Den Ninja Turtle. Teenage Mutant Ninja Turtle. Weil ich ein bisschen Zeit habe, gehen wir jetzt noch bis zum Save Point. Und also sozusagen den gesamten Tempel jetzt noch durch. So, hier war auch nichts. So, hier sieht es mir auch nicht nach einem Secret aus. Ah, geh weg. Die Fledermäuse sind teilweise sehr nervig, muss ich mal so gestehen. So, hier kommen wir von unten. Gibt es hier zwischen noch ein Secret Room? Nein. Okay, wir können auch nicht gegen Wände schlagen, sondern sie maximal bomben. Aber das wird angezeigt. So, auch hier keine... Ach ja, ihr. Geht weg. Ich mag euch nicht. Ah, Fledermäusis. Fledermäuse jetzt. Okay, komm her, komm her. Ja, perfekt. So, da oben sieht es eigentlich auch nach nichts aus. Ach was. Ihr habt ein Skelett mit einem Pfeil getötet. Scharfschütze. Das ist unglaublich gut. So, wo geht's hier hin? Okay. Zack, zack. Yeah, nice. So, hier oben war der Schlüssel, glaube ich. Hier gibt's auch keinen Secret Gun. So, hier hinten war auch nur ein Secret. Sniper, Errungenschaft erhalten. Sehr schön. So, hier war dann auch nichts weiter. So, dich haben wir auch. Perfekt. So, hier unten war auch nichts. So, hier war noch etwas. Genau. Da war auch noch etwas. Da, genau. Da war die sprengbare Wand. Au, au, au. Das war knapp. So, geh weg. Perfekt. Oh, jetzt geht er mir ins Gesicht. Ich glaub's nicht. Du böser, garstiger Geist, du. Pyromagus. So, wie kommen wir jetzt an die Truhe ran? Ein Schalter, ein Stern. Entdeckt. Wie kommen wir jetzt an die Truhe heran? Anscheinend ja nur von oben. Aber dann stelle ich mir die Frage, wo ist denn dort oben dann? Oder ist es Zelda-Manier? Ne, okay, ist nicht. Auch das nicht. Okay, hier oben führt der Pfad auch lang. Wir müssen also von hinten dort irgendwie reingehen können. Na gut, hier ist es etwas auffällig. Nichts.
wäre was. Okay, wir legen hier mal Bomben. Auch nicht. Dann bin ich jetzt ratlos, wie wir an die Tore rankommen. Springen können wir in dem Spiel nicht. Ich weiß auch nicht, warum es überhaupt gar nicht oben ist hier, der... Wir können ja auch nicht lang. Hier gibt's auch nichts. Verstehe ich nicht. Geh weg. Böser Pyromagus, geh weg. Hab ich dich. Vermaledeites Viech. Nein, ich habe keine Ahnung, wie wir an diese Tore rankommen. Weil hier offensichtlich auch nichts ist. Ja, maximal hier, aber die Wände sind sowieso immer anders geformt. Ich lege einfach mal Bomben. Auch nicht. No. Okay, dann habe ich keine Ahnung. Schade. Hätte ich gerne gewusst. Sehr gerne sogar. Aber egal, wir sind durch den Tempel schon mal durch, die Shinoria-Mine. So, jetzt müssen wir wieder in das Dörflein hier, in den Wald. So, jetzt sind wir wieder am Anfang, das Edeltal. So, jetzt haben wir Bomben. Und hier irgendwo müsste auch noch ein Save Point sein. Aber ich... Frisst das zu viel Zeit? Ja, es frisst eigentlich schon zu viel Zeit. Ja, ich bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, euer KunstLayPlay. Ciao!